Du kehrst mit leeren Händen zurück. Schon wieder. Ich habe dich vermisst. Die Gravestone, der Fremdling. Wo sind sie? Wir haben Patrouillen in 5 Sektoren, aber keine findet eine Spur von ihnen. Vielleicht bilden wir sie uns ja nur ein. Irgendjemand muss die Wahrheit kennen. Ich kenne diesen Ausdruck. Du hast gerade einen wundervollen Einfall. Wähle in jedem dieser 5 Sektoren einen bewohnten Planeten aus. Lass sie von der Flotte bombardieren. Wie lange? Bis nur noch Staub übrig ist. Jemand weiß es und jemand wird es uns verraten. Aber nur, wenn wir diesem jemand einen Grund liefern. Ihr habt uns gerufen, Theron? Es soll Hinweise auf Verbündete geben. Hinweise, ja. Zusagen, nein. Lana arbeitet immer noch an den großen Nummern. Aber es gibt eine potenzielle Verbündete auf Sakul, die wir bis jetzt ignoriert haben. Brandfackel. Eure Informationen sind fehlerhaft. Brandfackel steht nicht auf unserer Seite. Brandfackel? Ein nicht identifiziertes Individuum, das vor 2 Jahren auf Sakul eingetroffen ist. Sie hat Bombenanschläge auf militärische und zivile Einrichtungen im Turm verübt. Dann ist sie eine Terroristin und keine Verbündete. Sie ist beides. Ich bin von der Idee auch nicht begeistert, aber wir können im Moment nicht wählerisch sein. Sie hat ebenso viel Schaden verursacht wie wir. Furcht ist eine mächtige Waffe. Und wir befinden uns im Krieg. Wir müssen jede Option in Betracht ziehen. Redet weiter. Basierend auf ihren ausufernden Audiomanifesten scheint sie eine Anarchistin zu sein, die die perfekte Gesellschaft von Imperator Arkan stürzen will. Es gibt Leute im Turm, die ihr zu ihren Kunstwerke erschaffen. Sie handeln sogar mit Hologrammen ihrer Arbeiten. Wenn sie so lange auf Sakul überlebt hat und Verbindungen zur Bevölkerung aufrechterhält, ist sie einen Blick wert. Also gut, wir stellen den Kontakt her. Scorpio, du bist die Expertin für die Unterwelt von Sakul. Die Herrin der Leiden könnte Hochleistungssprengladungen anbieten, um sie hervorzulocken. In Ordnung. Ich begebe mich in Kürze nach Sakul. Ich leiste Unterstützung, wenn ihr welche braucht. Passt nur auf euch auf. Arkan ist noch immer hinter euch her. Und Brandfackel ist vielleicht nicht die Verbündete, die wir uns wünschen. Ist arrangiert. Brandfackel will von meinen Mitarbeitern Sprengladungen erwerben. Übermittle Position.
5 Ebenen weiter unten gibt es diesen einen Sprungtruppendroiden. Irgendwas ist da bei der Programmierung falsch gelaufen. Er liebt es, Rückenmassagen zu geben. Das Beste, was Sakul je erschaffen hat. Dann weiß ich ja, wo ich als nächstes hingehe. Ihr haltet die Klappe. Und ihr? Warum glaube ich euch nicht, dass ihr meine Sprengladungen dabei habt? Also ihr seid Brandfackel? Sakuls Anarchistin, die wegen Terrorismus gesucht wird? Ich habe mehr erwartet. Wenn ich euch erledige, müsst ihr euch deswegen keinen Kopf mehr machen. Wenn ihr abdrückt, werdet ihr in wenigen Sekunden tot sein. Oh, ich sag euch was. Stecken wir beide die Waffen weg. Nur Hände und Zähne. Beruhigen wir uns doch, bevor noch jemand anfängt, Wetten abzuschließen. Ihr seid Brandfackel, richtig? Einigen wir uns auf Kaleo. Brandfackeln nennen mich nur die Einheimischen, um etwas Farbe in ihren tristen Alltag zu bringen. Und ich nehme an, ihr seid der große, böse Fremdling? Ich habe gehört, was ihr in der Droidenfabrik getan habt. Dort wäre beinahe alles geschmolzen. Dann wäre es beeindruckender gewesen, aber der Energieausfall war auch schon amüsant. Was führt euch zu mir? Ich will wissen, wie ihr es geschafft habt, nicht geschnappt zu werden. Und ich will wissen, was ihr über den Turm wisst. Danach können wir über weitere Abmachungen reden. Oh, bedrohlich und geheimnisvoll. Es ist so, ich stecke gerade mitten in einer großen Sache. Ihr habt mir mit der Fabrik den Wind aus den Segeln genommen und mich angelogen, was die Sprengladungen angeht. Das sind 2 Minuspunkte für euch. Wir haben euch außerdem gerade vor den Sprungtruppen gerettet. Ja, das ist wahr. Und es kommen noch mehr. Ein wenig Hilfe könnte nicht schaden. Wenn ihr mitkommen wollt, können wir unterwegs reden und arbeiten. Ich brauche Einzelheiten, aber nicht hier. Wie ich schon sagte, ihr habt mir die Show gestohlen. Jetzt stehle ich sie zurück. Ich überlasse euch das. Es gibt da einen Kontakt, den ich treffen muss. Erster Halt, die Energiekoppler der alten Welt. Ihr wisst, wie man einen Detonator verdrahtet?
Auf Sprungtruppen auf. Ich muss eine behelfsmäßige Ionengranate mit dem Energiekoppler verdrahten. Wenn ich einen Fehler mache, werden wir alle geröstet. Der Energieausfall, den ihr verursacht habt, hat gezeigt, dass das ganze System verwundbar ist. Ihr wisst von der Überwachung? Es ist so eine Art Kommandozentrale? Schlaues Mädchen. Die Überwachung kontrolliert die Hälfte der Droiden im Turm. Sprungtruppen, Bautruppen, medizinische Einheiten und noch viel mehr. Wenn wir ein paar Energiekoppler gleichzeitig durchschmoren, legen wir die Überwachungssicherheit lahm. Keine Energie, keine Kraftfelder, keine Scanner. Wir können einfach so reingehen. Diese ganze Stadt läuft mit Maschinen. Wenn wir die Überwachungssteuerung ausschalten, legen wir praktisch den ganzen Turm lahm. Ja. Diese Leute, die Droiden, erledigen alles für sie. Die meisten Einwohner sitzen faul herum, während sie von ihrer Technologie gefüttert und beschützt werden. Wir zeigen ihnen ein oder zwei Tage lang, wie das wahre Leben ist. Ohne Droiden, bis sie es repariert haben. Wir könnten noch mehr bewirken. Wie wäre es, wenn wir die Droiden mit der Überwachungssteuerung neu programmieren? Ich hatte nicht vor, dort lange zu bleiben. Und Technologie ist nicht so mein Fall. Vergesst nicht, dass ihr zu mir gekommen seid. Wenn euch meine Methoden nicht gefallen, ist mir das eigentlich egal. Aber ich lege noch einen Bonus obendrauf. Tavor Slenn, der Überwachungsadministrator? Die Daten, die er braucht, um die Droiden zu steuern, sind mehr oder weniger ein kompletter Stadtplan. Wenn ihr dort einen Angriff plant, braucht ihr diese Daten. Verteidigung, Schwächen, alles. Wenn wir es hineinschaffen, springt also für uns beide etwas raus. Dieser Tavor Slenn, ist er auch ein Ritter von Sakul? Nein, ein anstrengender Typ, aber ohne besondere Fähigkeiten. Ich hatte vor, ihn einfach über den Haufen zu schießen. Na los. Begeben wir uns lieber zum nächsten Energiekoppler, bevor die Sprungtruppen auftauchen. Gut aussehen.
meine Kanone sehen. Okay, wir sind bereit, aber ich muss noch eine Weile bleiben. Ich soll noch einen Kontakt treffen. Was für eine Art Kontakt? Eine Einheimische. Es wird nicht lange dauern. Aber wenn ihr ihr zu nahe kommt, verscheucht ihr sie. Brandfackel? Es ist alles bereit. Ich habe die Überwachungsdaten und um den Rest habe ich mich auch gekümmert. Gutes Mädchen. Wer hat behauptet, dass ihr euch nicht die Hände schmutzig machen könnt? Hört zu, die anderen, sie sind raus. Sie werden nichts sagen, aber sie lassen ihre Narben verarzten. Es macht keinen Spaß mehr. Tja, okay, das sind Trottel. Wir haben uns beide. Ich muss gehen. Vergesst nicht, dass diese Narben noch tiefer werden können, wenn ihr mir Probleme bereitet. Idioten und Feiglinge, jeder Einzelne. Ich habe Adlige auf Alderaan getroffen, die weniger verhätschelt und ängstlich waren. Die Bewohner von Sakul sind viel zu gut behütet. Selbst ihre Soldaten sind naiv. Ich habe noch nicht viele ihrer Soldaten getroffen, aber ich glaube es. Ich habe in den Jahren ein paar Fans gewonnen. Das Mädchen? Die Tochter des Überwachungsadministrators. Warum hilft sie euch? Aus demselben Grund, aus dem sie mir alle geholfen haben. Es sind behütete Kinder und Rebellion ist ein Tabu, das sie brechen können. Sie wollen Sakul nicht wirklich stürzen. Aber beinahe in die Luft zu fliegen... Ein paar Narben zu kassieren, bevor die Droiden sie wieder hübsch machen? Oh, das ist ein Zeichen des Stolzes. Diese Frau hat gesagt, dass die anderen raus sind. Dass sie ihre Narben entfernen lassen. Anscheinend ist irgend so ein Fremdling aufgetaucht und hat meinen Freunden die Lust am Rebellieren genommen. Jetzt wird ihnen plötzlich alles zu echt. Noch eine Energieleitung. Dann kann die Show losgehen. Ah.
Ihr beide werden immer besser.